Wir Österreicher haben ein besonderes Talent. Wir bringen Dinge zusammen. Anstrengung und Entspannung. Arbeit und Genuss. Aber den Geschmack der Heimat in einem einzigen Schluck zu vereinen, das muss erst einmal einer zusammenbringen. Gut, besser, Gösser. Österreichs bestes Bier. Wie heißt es so schön bei Start-up-Fahrschule Harry in Kindberg? Von Null auf Harry in 0,nix. Wir bringen dich da durch. Wo melde ich mich an? Bei mir im Büro oder auf www.startup-harry.at. Wir sind nicht nur Ansprechpartner für alle Führerscheinklassen vom Moped bis zum LKW, sondern auch für Berufskraftfahrer, Ladekrankkurse und Staplerkurse. Ein engagiertes Team unterstützt Sie. Einfach los. Fahrschule Startup Harry Kindberg. Die Fahrschule ganz in deiner Nähe. Der neue Ford Fiesta ist eingetroffen. Wo? Im Autohaus Huber, Kapfenberg und Negersdorf. Ab 9.950 Euro fahren Sie den neuen Fiesta mit modernem Design, wegweisender Technologie, dynamisches Fahrerlebnis, das Sie garantiert begeistern wird. Der neue Fiesta ist auch mit dem Ford Sync 3, dem hochmodernen Kommunikations- und Entertainment-System, ausgestattet. Eine Reihe personalisierbarer Ausstattungshighlights bietet Ihnen die Möglichkeit, den neuen Ford Fiesta ganz nach Ihren Wünschen zu gestalten. Kommen Sie zu einer Probefahrt ins Autohaus Huber und überzeugen Sie sich vom neuen Ford Fiesta. Den Namen Ford Fiesta gibt's schon sehr lange. Den neuen Ford Fiesta jetzt bei Autohaus Huber, Kapfenberg und Nickersdorf. Ja, gefällt's mir. Ja, da gefällt's mir auch. Grüß dich, darf ich dir für ein Bier lohnen? Nein, aber darf ich dir für ein Kracherl lohnen? Das Gösser Bierkracherl für Erwachsene. Absichtlich alkoholfrei. Prost! Prost! So früher, jetzt das nicht kennen. Gut, besser, Gösser Kracherl. Was gibt es so Neues bei Kia Huber Nickersdorf? Verkaufsberater Jörg Lohner weiß mehr. Bei Kia gibt es wieder jede Menge Sommerangebote. Zum Beispiel unser Kia Rio bei Finanzierung ab 10,99. Bei den Kunden sehr beliebt Kia Sportage. Unser meistverkaufter, unser Kia Sportage, der bereits in der Ausstattungsstufe Silber mit Navigationsgerät ausgerüstet ist. 7 Jahre Navi-Update kostenlose sind dabei, genauso wie 7 Jahre Mobilitätsgarantie und 7 Jahre Kia-Garantie. Ein heißes Eisen, der neue von Kia. Wir vom Autohaus Huber in Nickersdorf freuen uns schon auf den neuen Kia Stonic, der ab September bei uns im Autohaus sein wird. Jetzt natürlich schon vorbestellbar. Und was ist mit dem neuen Kia Niro? Auf dem Ökosektor können wir unseren Kia Niro Hybridfahrzeug, Hybrid Crossover anbieten, der mit 105 PS Benzinmotor und 43 PS Elektromotor ausgestattet ist, ab 26.500 Euro. Kia bei Huber Nickersdorf, da sind Sie in guten Händen. Heute beim Unterlieger Nord A-Schlager Dragös Katrain gegen Törl. Ich hoffe, es wird ein interessantes und gutes Spiel. Gleich zu Beginn gibt es einen Freistoß für Törl, aber Roland Hirtner trifft nur die Stange. Sehr gut, Hoffi, sehr gut! Ja! Die Dragöser reklamieren auf Abseits. Der Törler Marvin Volker Wölz reagiert sofort und schießt das 0:1 für Törl. Ja!
Dem völlig freistehenden Marcel Ofner gelingt bald darauf das 0:2. Und nur 3 Minuten später eine ideale Flanke von Roland Hirtner auf Marvin Folger-Wölz und das wäre beinahe das 0:3 gewesen. Einen Freistoß gibt's für Dragös, aber den Schuss von Stefan Butzi kann der Törler Tormann Sascha Stradner abwehren. Raimund Länger schießt noch kurz vor der Pause einen Freistoß für Törl und Ingo Fritz verwertet zum 0:3. Mit dem Stand von 0:3 gehen die Mannschaften in die Pause. Dragös kommt voll motiviert aus der Kabine und hat durch Codin Maurio Stoga gleich die Chance zum Anschlusstreffer. Wieder eine schöne Torchance für den quirligen Törler Roland Hirtner. Nach einem Lattenschuss gelingt den Dragössern durch Kostel Singui das 1:3. Nach einem Abwehrfehler der Heimmannschaft ist Roland Hirtner alleine vor dem Tormann André Daniel Kucharek, schießt aber knapp am leeren Tor vorbei. Das ist eine Kur! Endstand somit 3:1 für Törl. Wie sieht man seitens der Mannschaften dieses Spiel? 3:1 verloren zu Hause. Zweite Halbzeit hat er ausgeschaut, ihr seid munter geworden, viel besser gespielt, auch ein Tor geschossen. Was sagst du dazu? Ja, wie du sagst, wir haben die erste Halbzeit komplett verschlafen. Wir sind sehr schwer in die Partie gestartet. Die Törler waren einfach einen Schritt schneller als wir, wenn nicht sogar zwei. Wir haben uns das Leben hinten selber schwer gemacht, haben 3 durchaus blöde Tore gekriegt, sind recht flott in den Rückstand geraten und dann war es natürlich schwer. In der Halbzeitpause hat halt der Trainer und der Obmann die passenden Worte gefunden, sagen wir so. Ist ein bisschen ruckelig die Mannschaft gegangen und wir haben gesagt, wir probieren das Beste aus der Partie rauszuholen und ja. Ja, war sogar eine schöne Chance noch gleich am Anfang, was leider verhaut worden ist, sonst wäre es dann noch knapper geworden, ne? Ja, das ist leider zurzeit unser Manko. Also die Chancenauswertung ist leider Gottes in den letzten Spielen nicht berauschend. Liegt natürlich an den ganzen Ausfällen, was wir haben. 2 völlig verschiedene Halbzeiten wieder. Zuerst, erste Halbzeit, glaube ich, völlig verschlafen. Zweite Halbzeit, offene Partie gewesen. Was meinst du dazu? Ja, bevor ich da analysiere, was mir zusteht vielleicht oder nicht zusteht, Komplimente mal an den SV Dördl. Die haben verdient gewonnen, glaube ich, wenn man das Spiel sieht. Unsere Mannschaft ist halt eine junge Partie. Wir haben doch Verletzungspech. Ich will jetzt nicht jammern, ist einfach so. Und sie zahlen schon Lehrgeld für die Liga, sage ich einmal. Aber die werden es lernen. Im Frühjahr wird es vielleicht hoffentlich besser ausschauen, dass wir die Verletzten alle wieder zurück haben. Aber Kompliment, zweite Halbzeit haben sie sich dann ein bisschen zusammengerafft. Das hat die Predigt der Trainer doch was geholfen. Aber ich glaube schon, im Großen und Ganzen war es ein verdienter Sieg von Dördl. Aber wir haben uns bravourös zweite Halbzeit noch geschlagen. Wäre noch ein Tor möglich gewesen, aber der Sieg geht in Ordnung für Dördl, muss ich schon sagen. Ein Sieg folgt den anderen. Zuletzt einmal zu Hause gegen Wartburg gewonnen. Auswärts jetzt in Dragös. Ich glaube, es geht aufwärts. Ja, ich bin überzeugt davon. Man hat heute erste Halbzeit gesehen, dass wir sehr selbstbewusst auftreten sind, sehr aggressiv und haben hochverdient 3:0 geführt. Noch haben wir es leider ein bisschen verabsäumt in der zweiten Halbzeit, dass wir früh genug den Sack zugemacht haben. Und gerade auf so einem kleinen Platz kann in der letzten Minute was passieren und das ist halt immer gefährlich. Nicht? Ja, glaube ich, ein ganz interessantes Spiel. Auch zweite Halbzeit, offene Partie dann, wie du richtig gesagt hast. Aber ich glaube, der Sieg ist verdient. Ja, der Sieg war auf jeden Fall verdient. Aber wie gesagt, man macht es dann ein bisschen schwer, weil man billiges Tor zulässt. Das sollte jetzt den Gegner nicht schmälern. Die haben zweite Halbzeit sehr gut gespielt und sehr gut gekämpft. Aber man darf das Tor nicht zulassen und eben vorne die Chance muss man machen und dann ist die Partie gegessen. Aber so, glaube ich, können wir mit 3:1 auch ganz gut leben. Erste Halbzeit, glaube ich, hervorragend gespielt. Zweite Halbzeit ein bisschen zurückgeschalten. Wieso? Ja, mit dem Großen ist es nicht einfach. Es ist ein Derby. Wir spielen auf einem kleinen Platz. Die Dragösser haben brennt auf das Match und wir sind da einer gefahren und haben Respekt gehabt. Haben aber dementsprechend haben wir uns eingehaut, haben ein super Spiel aufgezogen, erste Halbzeit, also loben wir die ganze Mannschaft. Das Pressing war souverän, wir sind hinten gestanden und leider haben wir jetzt im Moment noch das Problem, dass dann
im Laufe des Spiels dann immer wieder der Wurm drin ist, vor allem wenn wir dann ein Gegentor kriegen. Das hat uns dann in der Feitschau das Knack gebrochen. Und wenn wir gewusst, wenn wir heute 3 Punkte machen, das ist ein Muss nach dem Sieg gegen Wartberg, haben wir uns drauflegen müssen. Das ist so.